Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir zeigen, was passiert, wenn man einen Kondensator auf- bzw. entlädt. Dazu habe ich einen Kondensator mit 40 Mikrofarad. Der wird auf- bzw. entladen über einen Widerstand in Höhe von 10 Kiloohm. Und hier habe ich eine Spannungsversorgung von 4 Volt. Und hier habe ich noch einen Umschalter, womit ich den Kondensator entweder an die Spannungsversorgung anschließen kann, wenn ich hier drauf drücke, und wenn ich loslasse, wird er kurz geschlossen, dass er sich entladen kann. Dann habe ich hier noch was sehr Cooles. Ich habe hier nicht einfach einen Voltmeter angeschlossen, sondern einen XY-Schreiber. Der hat halt den großen Vorteil, dass er das, was hier so spannungstechnisch passiert, aufzeichnet. Und das macht er, indem dieser Wagen hier gleichmäßig vorbeifährt. Und was der halt misst, wird halt entsprechend mit dem Stift aufgemalt. Ich lasse den jetzt schon mal einmal fahren. Sinn und Zweck der Übung ist, der malt mir jetzt meine X-Achse. Und man sieht, wie schön gleichmäßig und langsam der hier fährt. Und zack, ist er wieder am Anfang. Hier kann ich auch ablesen. Ich habe eingestellt, 1 Zentimeter entspricht einer halben Sekunde. Und hier habe ich eingestellt, dass die roten Zahlen zählen immer. Das ist Zentimeter. Das heißt, ein halbes Volt ist 1 Zentimeter. Das heißt, meine 4 Volt müssten dann entsprechend 8 Zentimeter sein. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Was passiert, wenn ich jetzt den Kondensator auf- und entlade? Man kann sich ja schon so ein bisschen denken, was passieren wird. Am Anfang ist er ungeladen, da wird wird natürlich erstmal Strom drauf fließen müssen, also Ladung drauf fließen müssen, was dazu führt, dass die Spannung steigt. Und beim Entladen wird die Spannung wieder sinken. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich starte, verbinde und lasse wieder los. Und fertig. Man kann doch eigentlich recht gut sehen, wie das hier ist. Werten wir nun das Ganze etwas aus. Wir haben ja gesagt, dass wir 1 Zentimeter 0,5 Sekunden sind. Das heißt, hier hole ich mir mal einen Stift. Hier hätte ich praktisch 1 Sekunde, 2 Sekunden und von der Spannung her wäre hier 0 Volt, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt. Gut, schauen wir uns mal die Kurve an. Man sieht, dass es hier losgeht und der hier sozusagen der Spannung von 4 Volt, die wir angelegt haben, sich nähert nach dem Einschalten. Und in dem Moment, wo man dann ausschaltet, nähert sich das Ganze 0 Volt an. Das heißt, dieses Ein- und Ausschalten ist sozusagen ein Vorgang, der hier nicht sozusagen plötzlich, sondern hier über so eine Exponentialfunktion passiert. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso steigt das nicht einfach an? Warum ist das so eine komische Geschichte? Und das ist eigentlich relativ einfach erklärt, wenn man sich einen Bottich vorstellt. Und in dem Bottich ist Wasser. Und hier unten in dem Bottich ist ein Anschluss. Und jetzt möchte ich diesen Bottich sozusagen mit Wasser befüllen. Das heißt, da soll Wasser rein. Und das würde bedeuten, dass wenn der Bottich noch leer ist, ist das Ganze relativ einfach. Aber je voller der Bottich ist, umso schwieriger wird es.
Und genau das gleiche ist das auch beim Kondensator, weil es gilt ja Q gleich C mal U. Ups. C mal U. Das bedeutet, dass Q und U proportional zueinander sind. Das bedeutet aber auch, dass je mehr Ladung ich sozusagen da drauf packen möchte am Anfang, wenn noch gar keine Ladung auf dem Kondensator ist, ist das sehr leicht. Und irgendwann wird es halt immer mehr Ladung, bis halt irgendwann diese Gleichung hier erfüllt ist. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, wenn diese Gleichung hier erfüllt ist, dann passt keine weitere Ladung mehr drauf. Und deswegen geht das hier oben sozusagen in die Sättigung rein. Das heißt, es fließt so lange Ladung drauf, bis das hier erfüllt ist. Und wie gesagt, je mehr Ladung drauf ist, umso schwieriger wird es. Das ist entsprechend beim Entladen dann entsprechend andersrum. Wenn der Bottich voll ist, fließt natürlich hier erstmal ein kräftiger Strahl raus. Und wenn dann der Bottich leer ist, dann tröpfelt das nur noch so. Und das ist hier im Prinzip genauso mit der Ladung. Am Anfang durch die hohe Potentialdifferenz ist natürlich die Ladung bestrebt, hier möglichst schnell runterzukommen. Aber wie gesagt, je geringer die Potentialdifferenz wird, umso ja, weniger bestrebt ist die Ladung da runterzukommen. So, schauen wir uns an, wie es weitergeht. Und zwar möchte ich jetzt die Stromstärke messen. Eben hatte ich die Spannung gemessen, jetzt möchte ich die Stromstärke messen. Ich habe hier eben schon mal ein neues Blatt eingelegt und das wieder so eingestellt, damit die X-Achse hier auch wieder auf eine dieser Linien fällt. So, dann habe ich nach wie vor meine 4 Volt. Jetzt habe ich allerdings ein Problem. Die Schaltung ist die gleiche, nur ich möchte jetzt Stromstärke messen. Das Ding hier ist ein Voltmeter. Geht ganz einfach, man sieht es schon. Ich habe die Spannung messe ich, die über den Widerstand abfällt. Das heißt, U gleich R mal I oder R ist U durch I, bedeutet, das ist ja letztendlich das ohmsche Gesetz genau, U proportional I. Das heißt, je mehr dieser Strom hier steigt, umso mehr steigt auch die Spannung. Ist ja proportional zueinander. Das heißt, ich kann letztendlich, wenn ich die Spannung messe, habe ich auch den Strom. Ich kann sogar umrechnen, weil ich ja den Widerstand mit 10 Kiloohm kenne. So weit, so gut. Dann habe ich natürlich die gleichen Anstellungen von vorhin. Hier 0,5 Sekunden pro Zentimeter und 0,5 Volt pro Zentimeter auf der Y-Achse. Lasse ich mal wieder meine X-Achse zeichnen und dann schauen wir mal, was passiert. Also vermutlich am Anfang ist der Kondensator ja noch nicht geladen, da wird vermutlich der größte Strom fließen und bis dann halt irgendwann die Spannung erreicht ist und dann wird immer weniger fließen, ist zu vermuten. Entsprechend dann, wenn man das Ganze entlädt. Schauen wir mal, was passiert. Gut, er hat es leider ein ganz klein bisschen daneben gemalt. Aber gut, dann ist es jetzt eben so. Und dann schauen wir mal. Und genau. Das war's. Schauen wir mal, was hierbei rausgekommen ist. Man sieht eigentlich sehr schön. Den Verlauf der Stromstärke. Dazu muss ich allerdings erstmal erklären, was ich hier für eine Schaltung gemacht habe. Das ist vielleicht nicht so einsichtig. Hier habe ich die Eigenschaft einer Reihenschaltung ausgenutzt, dass die Stromstärke überall gleich ist. Das heißt, wenn ich diese Stromstärke kenne, kenne ich diese auch. Und das Problem, was ich hatte, mein XY-Schreiber ist halt ein Voltmeter und daher habe ich
die Spannung über diesen Widerstand gemessen. Und es gilt ja U gleich ich mache das mal in blau, U gleich R mal I. Das bedeutet, U und I sind proportional, R bleibt ja. Das heißt, wenn ich U kenne, kenne ich letztendlich auch I, beziehungsweise ich könnte es sogar ausrechnen. Das machen wir auch gerade mal. Und zwar wäre I, wenn ich die Formel einfach umstelle, U durch R. U ist hier so schätzungsweise 3 Volt. Wenn ich hier das mal nachgehe, immer 2 cm, es sind 1 Volt. So war die Einstellung, hier steht's. Das heißt, 3 Volt durch 10.000 Ohm. Das sind sage und schreibe 0,3 Milliampere. So, das heißt, ich habe eigentlich jetzt eine relativ gute Umrechnung. 1 Volt entspricht 0,1 Milliampere. Und jetzt kann ich auch im Prinzip hier sagen, was passiert. Hier habe ich meine 3 mA, die dann hier gegen 0 gehen, wenn man einschaltet. Und beim Ausschalten passiert das Gleiche, nur mit entgegengesetzten Vorzeichen. Was passiert also beim Einschalten? Beim Einschalten ist der noch leer. Das heißt, es ist ganz einfach, da Ladung unterzubringen. Deswegen ist hier im Prinzip der Widerstand sozusagen 0. Und wenn hier der Widerstand 0 ist, liegt hier sozusagen die ganze Spannung an. Das heißt, ich habe hier auch den größten Stromfluss und hiermit die größte Spannung, die ich hier auch gemessen habe. Und je voller dieser Kondensator wird, bis er halt irgendwann bei U0 4 Volt angelangt ist, desto schwieriger ist es, da weitere Ladung unterzubringen. Und deswegen geht das hier so mit dieser E-Funktion in die Sättigung rein, bis halt keine weitere Ladung mehr drauf fließen kann. Und dementsprechend ist dann auch die Stromstärke 0. Und beim Ausschalten fließt die Ladung natürlich runter, deswegen haben wir ein negatives Vorzeichen, weil es ja sozusagen jetzt in die andere Richtung fließt. Und hier ist das Gleiche, am Anfang ist es sehr einfach, dass die Ladung hier runterfließt und das wird dann sozusagen immer schwieriger. Wie hängt noch die Ladung mit der Stromstärke zusammen? Das könnten wir auch gerade noch mal sagen. Und das ist hier Q. Und wenn ich Q nach der Zeit ableite, die Physiker machen da einfach einen Punkt drüber, dann bekomme ich I raus. Beziehungsweise in der Mittelstufe hat man ja gesagt, die Stromstärke ist Ladung pro Zeit. Und das, wie gesagt, ist hier ist es halt so, dass das ja eigentlich Funktionen sind. Also Q Punkt von T ist gleich I von T, weil es sich ja mit der Zeit ändert. Und hier unten bei der Formel, die man vielleicht noch aus der Mittelstufe kennt, da ist es ja so, dass das Konstanten sind, dass I und Q sozusagen nicht variabel oder nicht von der Zeit abhängig sind, sondern halt ja, in Konstant sind, und hier ändert sich das ja mit der Zeit. Und ja, deswegen muss ich dann ableiten. Und das zeigt natürlich nochmal sehr schön, dass wenn zum Beispiel der Kondensator noch nicht geladen ist, ist natürlich die Änderungsrate hier am größten, weil natürlich
pro Zeileneinheit viel, viel, viel mehr Ladung drauf fließt. Und dadurch ist natürlich die Stromstärke am größten. Und wenn schon viel Ladung drauf ist, fließt sozusagen pro Zeiteinheit wesentlich weniger Ladung drauf. Das heißt, diese Änderungsrate ist hier wesentlich geringer. Und dadurch ist natürlich die Stromstärke auch geringer.